Und ein Moinsen zu einem VfB aktuell, wo es um die aktuell neuen Trikots geht, die jetzt heute rausgekommen sind. Erstmal noch kurz ein bisschen Recap. Wir hatten zuerst ein paar Gerüchte, ne? Also, dass das Heimtrikot weiß sein wird, ohne schwarze Elemente. Ein Trikot schwarz wird. Ein Trikot, das ja daran sein soll oder daran angelehnt sein soll, an eine Saison, in der wir einen Titel geholt haben, also Pokal oder Meisterschaft möglich. Und dass das Torwarttrikot zwei verschiedene Farben bzw. zwei verschiedene Farbverläufe haben soll, also zwei verschiedene Versionen davon geben soll und eben, dass es Wahrzeichen auf einem Trikot zu sehen geben soll, die man aus Stuttgart und Region kennt. Und dann hat der VfB gestern am Donnerstag ein bisschen Spielchen gespielt, so ein paar Tweets rausgehauen und direkt wieder nach ein paar Sekunden gelöscht. Eben mit diesen Augensmileys auf ein Trikot, auf eine Ankündigung. Dann kam es abends, dass heute eben am 24.06. um 12 Uhr die Trikots rauskommen, wie es jetzt nun auch geschehen ist. Und man dachte eigentlich zuerst, ja, drei Designs, die hier gezeigt werden. Also wir bekommen Heimtrikot, Auswärtstrikot und Ausweichtrikot, hätte man denken können. Man sieht die Wahrzeichen im ersten Trikot, das sehr nach Heimtrikot aussieht, mit dem weiß-roten und dachte eben, ja, dann ist auswärts vielleicht dieses orangige und das dritte vielleicht tatsächlich das grüne. Kam ein bisschen anders. Aber nochmal erst auch was anderes. Der Vorstand vom VfB, Rufen Kasper, der Vorstand von Marketing und Vertrieb, sagte schon als Ankündigung, dass das neue Trikot, die neuen Trikots absolute Weltklasse sein sollen. Und nun hat der VfB den Post rausgehauen. Um 12 Uhr kam der Post auf Twitter, Instagram und so weiter. Ich lasse hier mal kurz das Video abspielen für euch. Und das sieht man, was heute rauskam, ist eben das Heimtrikot. Von wegen Ausweich- und Auswärtstrikot, nur das Heimtrikot in erster Linie, das auch sehr, sehr geil aussieht tatsächlich. Und hier sind, wie auch im Design ja schon angekündigt wurde, so ein bisschen, es sind hier die Wahrzeichen mit drauf. Der VfB schreibt ja im Text, wer genau hinschaut, erkennt die Silhouetten von 24 Stuttgarter Wahrzeichen, die rund um den Brustring eingearbeitet sind. Hier ist das Trikot ein richtig schönes Ding. Ein richtig, richtig schönes Ding auf den ersten Blick, würde ich meinen. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Das ist ein sehr, sehr schickes Heimtrikot. Die Designs sind sehr geil eingearbeitet. Nicht zu dominant, aber man sieht sie trotzdem. Ich finde, das Heimtrikot ist sehr, sehr geil geworden. Und was eben die anderen Designs sind, es sind nicht Ausweich- und nicht Auswärtstrikot. Es sind die beiden Torwarttrikots. Das eine orange Pinke, würde ich mal sagen, und eben das grüne Tortrikot, was wir ja schon kannten. Ich glaube, es genau das hatte auch Müller an beim Köln-Spiel schon, die auch dieses Blockartige hatten. Wir hatten so ein bisschen diese Memes von wegen, okay, VfB Minecraft Edition, gab es gestern ein paar Memes dazu. Und die hat dieses blockartige Design und diese anderen beiden Trikots, die eben in der Grafik angekündigt wurden vom VfB, sind die beiden Torwarttrikots, also Ausweichtrikot. Und Auswärtstrikots stehen noch aus, die werden dann wohl wann anders, ja, nochmal speziell angekündigt vom VfB. Preise auch immer interessant. Alle Trikots, Damen und Herren, kosten regulär 84,99. Wenn man Mitglied ist, kosten sie 80,74 € mit dem Rabatt. Alle Trikots für die Kids kosten 64,99 und eben auch da Mitgliederrabatt drauf. Dann sind wir bei 61,74 €. Und die haben alle Trikots nochmal zusammengepackt. Ich finde das Heimtrikot sehr, sehr geil. Torwarttrikot, ja, sieht auch nice aus so. Ich kaufe mir kein Torwarttrikot im Normalfall, aber es sieht auch wirklich recht nice aus. Ist natürlich aber für mich und glaube für die meisten auch nicht so interessant wie das Heimtrikot oder die anderen Trikots, auch Ausweich- und Auswärtstrikot später. Ich finde, das Heimtrikot ist sehr, sehr geil gelungen. Mal gucken, ob ich es mir zulege. Es ist immer so ein bisschen die Frage von Preis, aber es wäre wirklich ein Heimtrikot, was ich glaube ich lohnen würde zuzulegen. Ich freue mich auch schon, wenn eben die ersten Bilder kommen, auch am Montag dann vom Trainingsauftakt, wenn die Spieler das Trikot tragen. Ich glaube, es könnte sehr, sehr geil sein. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.